Stellt euch mal vor, was das ist. Also erstmal ist das ganz schwarz. Und dann wohnt das im Chao Phraya Fluss. Und das in Zentral-Thailand. Ihr wisst ja, wo der Fluss ist. Und zu allem Überfluss hat das Ding noch einen ganz roten Schwanz. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wer das ist, müsst ihr weiter gucken. Ja, eigentlich kennen die alten Hasen alle einen Feuerschwanz. Feuerschwänze waren, also soweit ich Aquaristik habe, ich habe mich da so intensiver beschäftigt, so vor etwas über 50 Jahren habe ich damit angefangen. Und bei uns in unser Jugendaquarium war eigentlich immer ein Feuerschwanz drin. Und ich kann mir auch eigentlich gar nicht erinnern, dass der gestorben ist. Wir haben den mal so klein gekauft hier wie die hier und der ist mit dem Aquarium gewachsen. Ja, wir hatten nur einen da drin. Früher wusste man ja nicht immer, ob man Tiere einzeln, paarweise oder in Gruppen hält. Damals gab es, glaube ich, auch noch gar nicht dieses Wort Tierschutz und Haltungsrichtlinien, sondern hat jeder das gekauft, was ihm gerade gut gefallen hat und hat das im Aquarium reingesetzt und ein Fisch, der schwarz ist und mit einem roten Schwanz dann auch noch. Das war bestimmt was Schönes, das war eben ein Abstand. Früher haben wir auch immer die Fische gekauft, gebe ich ja ehrlich zu. Boah, da ist jetzt ein roter drin, da ist ein schwarzer drin. Jetzt haben wir einen, der schwimmt mitten im Aquarium, da ist einer am Bodengrund. Jetzt fehlt noch ein paar Guppies für im oberen Bereich des Aquariums. So wurden also wirklich Aquarien eingerichtet oder von der Fischzusammenstellung so gestaltet. Und alle Freunde, Bekannte, die ich hatte, den natürlichen Feuerschwanz im Aquarium. Ganz klar, welche Faszination der Fisch hatte. Ja, vielleicht nur die abgesetzte Farbe oder auch manchmal so das Verhalten. Der schwimmt die Wasserpflanzen an und weidet die ab. Und schwimmt auch oft auf den Kopf und schwimmt dann von unten an den Wasserpflanzen lang oder unter Baumwurzeln und raspelt die so ein bisschen ab. Aber das Raspeln natürlich wieder ganz anders, als wenn man da so einen Sauchwels dran hat. Der raspelt über die Pflanzen. Und heute hat man noch an der Amazonas ein richtig schönes, sattes, grünes Blatt. Und zwei Tage später sieht die dann aus wie eine Gitterpflanze, weil der so viel runtergeraspelt hat, dass da gar nichts mehr übergeblieben ist. Der frisst keine Pflanzen, sondern der weidet eigentlich nur wirklich den Aufwuchs ab. Oder wie wir hier auch teilweise sehen, geht er also dann auch gerne eben über die Baumwurzeln. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass also von Totholz gesprochen wird. Immer etwas Totholz im Aquarium haben. Totholz ist einfach ein Stückchen Baumwurzel, was schon lange nicht mehr am Baum dran ist, sondern irgendwann mal vom gerodeten Baum beiseite gelegt wurde, ausgetrocknet ist. Später wird es dann gewässert und wenn es sich wieder voll Wasser gesogen hat, also der alte Saft, der drin war, ist raus und ist voll Wasser gesogen. Dieses Wasser wird dann erst immer ganz braun. Das heißt also, wenn man so einen Baum oder Ast oder Zweig wässert, muss man so oft das Wasser wechseln, bis dann irgendwann mal das Braune ganz stark nachlässt, dass das Wasser fast klar bleibt auf Dauer. Ansonsten kann man also womöglich so viel Huminsäuren sich ins Aquarium reinholen, das verträgt dann nicht jeder Fisch so klasse. Sagt dann jetzt jeder, ja, ist doch in der Natur auch so, da liegt da auch der Baum drin und der gammelt. Ja, aber in der Natur, da liegt in dem Bach nicht der gammelige Zweig in 64 Liter Wasser, sondern da läuft jede Sekunde 64 Liter dran vorbei. Das geht alle den Bach runter und damit wird das ganze Gewässer leicht angesäuert. Aber im Aquarium kann dann natürlich ganz schnell zur Übersäuerung führen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir wässern den erst und wenn optisch nicht mehr so viel Braunes ans Wasser abgegeben wird, dann können wir den überführen in unser Aquarium und haben dann da keine Probleme mit. Dann sehen wir natürlich auch, wenn lange genug gewässert ist, ob da irgendwelche Fäulnisherde an der Baumwurzel sind. Also zum Beispiel weiße, schimmlige, pilzlich überwachsene Stellen, die da im Gammeln sind. Die muss ich dann mal mit einer ordentlichen Wurzelbürste oder bei einer großen Wurzel sogar mit der Drahtbürste mal einfach abschrubben, nochmal wässern. Wenn das dann nicht mehr kommt, ist die Wurzel fertig fürs Aquarium. Und dann ist ja der ideale Nährboden auch zum Beispiel hier für unsere Feuerschwänze, die in die Familie der Fransenlipper gehören, die dann alles, was da drauf wächst, da wächst natürlich Natur drauf und alles, was da wächst, das weiden die gerne ab. Ihr seht ja, ich habe hier gerade so einen Knubbel Tubifexionen ins Aquarium getan
Und sofort kamen ein, zwei angeschwommen und haben sich die Würmer genommen. Aber dann waren sie fertig. Die sind jetzt alle nicht so kugelrund und fettgefressen, dass man sagt, die haben gar keinen Appetit mehr. Nee, die nehmen einfach mal ein Würmchen zwischendurch. Aber das ist nicht die Hauptmahlzeit, sondern wir sehen sie eigentlich immer wieder über Pflanzen oder über Steine oder die Wurzeln natürlich rüberstreifen, rübergleiten. Das sieht also wirklich nur aus wie so ein Gleiten. Und dann nehmen die eben so diesen kleinen Aufwuchs mit. Toller Fisch fürs Aquarium. Die meisten von euch füttern eh viel zu viel. Und da bleiben viele Futterreste über, die kleben womöglich auf der Pflanzen. Um Gottes Willen jetzt nicht zu viel füttern und sagen, guck mal, das klebt alle auf der Pflanzen, ich brauche jetzt einen Feuerschwanz. Sondern so als zusätzlicher Reiniger im Aquarium ist der natürlich ideal. Aber in welchem Aquarium kann ich denn drin halten? Ganz klar im Gesellschaftsbecken, nach Möglichkeit mit nicht feinfriedrigen Flossen. Das heißt also, so Guppies ist nicht so prickelnd dabei. Auskalare, Fadenfische mit längeren Barteln und so, die gehen alles und reinigen alles. Und das finden die Fische also sehr unangenehm. Und beim Guppy können dann auch schon mal die Flossen zerrissen werden. Die Feuerschwänze bleiben ja nicht so klein. Die werden also locker so 12, 15 cm groß. Und in der Größe unser kleiner Guppischwanz, der dann auch noch so ganz weich ist, ja, wenn dann die große Schnauze dann da einmal rüberrutscht, ist der halbe Schwanz weg. Das wollen wir natürlich nicht. Also ein Friedfisch fürs Friedfisch-Aquarium, aber eigentlich für so eine bisschen robustere Gesellschaft. Da müssen nicht die knallharten Typen sein, aber bitte nicht die ganz weichen, ganz zarten, filigranen Fische. Das passt nicht an. In den meisten Büchern liest man also, der Feuerschwanz ist ein Einzelgänger. Und wir haben die hier jetzt quasi in einer größeren Gruppe, in einer Gesellschaft. Wie funktioniert das denn? Ja, das ist also bei ganz vielen Fischen ähnlich. Unsere Aquarien sind fast alle zu klein. Sich so verhalten wie in der Natur können die nicht. Jeder Fisch hat so ein bisschen Bewegungsfreiheit, einen kleinen Radius, den er also gerne für sich beansprucht. Das haben wir ja auch. Wenn uns jemand viel zu nahe kommt, dann ist das unangenehm. Da sagen wir, halt mal einen Abstand, halt mal eine Armlänge Abstand voneinander. Und wenn die das nicht tun, ja, dann sieht man auch hier, zanken die sich mal so ganz kurz. Der war denen dann einfach zu nah. Dann gibt es einen kleinen Knuff und dann schwimmt er weg. Aber es sollte natürlich so viel Platz im Aquarium sein, dass er auch wirklich so weit wegschwimmen kann, aus den Augen, aus den Sinnen. Einmal kurz in eine Büsche schwimmen, hintere Wurzel, in ein Versteck reinschwimmen und dann ist das schon wieder gut. Jetzt hier in dem Aquarium ist natürlich viel zu klein für die Haltung von so vielen Tieren und dann warten, dass die groß werden. Das ist also jetzt angemessen für die Fischgröße, wie sie jetzt gerade ist. Wenn wir diese Fische also erwachsen halten wollen und möchten dann so eine Gruppe von 10, 12 Tieren haben, dann sollte das Aquarium schon 300, 400 Liter sein. Wenn das nicht so ist, paarweise Haltung ist eigentlich nicht angesagt, selbst wenn man Männchen und Weibchen unterscheiden kann. Also das Weibchen hat eine eckigere Rückenflosse, das Männchen eine etwas spitze ausgezogene. Sieht man aber erst, wenn die viel, viel größer sind. Muss man aber auch wirklich genau hingucken, dass man das sieht. Aber die machen keine richtige Paarhaltung. Da hat man nicht ein paar, was da immer zusammenschwimmen, sondern die Paare finden sich. Die sind also dann Freileicher, das heißt, das Paar steht überhaupt nicht zusammen. Die treffen sich, Weibchen ist laichbereit, die laichen eben ganz frei ihre Eier ab. Brutpflege gibt es da auch so gut wie gar nicht. Also Zucht im Privathand ist überhaupt nicht bekannt. Diese Tiere kommen aus Züchtereien, die werden also überwiegend in Asien gezüchtet. Aber die verraten natürlich nicht ihre Geheimnisse, wie sie die züchten. Wäre ja mal eine Herausforderung für euch. Vielleicht klappt das ja doch. Großes Aquarium. Weibchen erkennt man natürlich auch von oben. Die, die viel fülliger sind, sind die Weibchen. Die schlankeren sind die Männchen. Anders wie vielleicht bei uns. Aber ich habe ja schon viel abgenommen, das wisst ihr ja. Und dann könnt ihr die mal versuchen, zum Ableichen zu bringen. Ableichen bestimmt. Jungfische großziehen wird sicherlich ein bisschen schwieriger werden. Braucht auf alle Fälle auch Holz dabei, muss natürlich alles schön top sauber sein. Getrenntes Aquarium, Männchen, Weibchen reinsetzen. Unten am besten schöne Wasserpflanzen oder wenn man das ganz hygienisch steril haben will, ein Feingespinst, also irgendeine Watte, nicht so eine ganz feine Filterwatte, ein bisschen gröber. Darüber werden die Ableichen, die Elterntiere rausnehmen und dann mal beobachten, in einer Woche schwimmen die. Und die dann großziehen. Das ist so noch so ein bisschen hohe Kunst der Aquaristik.
Aber ihr seid ja mittlerweile fit. Ihr habt da bestimmt auch jetzt schon den 400. Film geguckt oder 420, 430. Wo seid ihr denn beim Gucken? Das schreibt dann immer da unten runter. Ich bin mal gespannt, wie viele Filme ihr geguckt habt. Ihr dürft euch auch melden, wenn ihr erst 4 Filme geguckt habt. Ihr habt ja noch Zeit, dann könnt ihr noch ganz viel von meinen Filmen gucken. Ja, was möchtet ihr noch über den spannenden Fisch hören? Vielleicht habt ihr ja immer Wünsche, habt ihr ja schon oft drunter geschrieben. Schreibt mal über das hier, mach mal über das hier ein Video. Versuche ich auch immer, wir haben natürlich nicht immer alle Tiere da. Versucht da eine ordentliche Reihenfolge zu kriegen, auch eine abwechslungsreiche. Ich kann ja jetzt nicht alle Fransen-Lipper-Arten der Reihe nach machen. Da schreiben viele, ja, schreibt mal über den Fransen-Lipper und mach mal ein Video darüber. Erzähl mal von dem Fisch. Nee, ich versuche da einfach so ein gemischtes Sortiment zu machen und da kommen ganz viele noch dran. Wir sind ja erst mit 430 Filmen am Anfang. Das werden ja sicherlich bald mal 1000, 1500 Filme sein. Ich erzähle euch ja gerne diese Geschichten weiter. Haltungscheck, Feuerschwanz. Dieser 12 cm lange Fransenlipper sollte eine Mindestaquariumgröße, sag ich mal, von 1,20 Meter bekommen. Im größeren Aquarium kann man auch eine größere Gruppe halten. Im kleinen Aquarium, wenn es sehr dicht bepflanzt ist, sehr viel Dekoration hat, geht auch schon in so ein 1,20 Meter Aquarium 3-4 Stück. Aber niemals zwei halten, die prügeln sich bis zum Tode. Das ist auf gar keinen Fall schön. Alter wird also laut Fachliteratur gesagt, 6 bis 10 Jahre. Ich kann mich aber an meinen Fisch erinnern, der war über 15, ich habe es aber nicht mitgeschrieben. Vielleicht ist er auch 17 Jahre bei mir gewesen. Geschlechtsreife ist ja so gut wie gar nichts drüber bekannt. Ich würde einfach mal sagen, diese Kleinen kann man schon langsam unterscheiden. Die sind nicht mal ein Jahr alt, die sind ein halbes Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr alt. Also ich denke mal, mit allerspätestem Jahr werden die zuchtreif sein. Wenn ihr das mal testen wollt mit Züchten, kann ich immer nur empfehlen, so junge Tiere zu nehmen, wie es eben geht. Denn gerade die Jungtiere laichen viel, viel leichter ab, als wenn man sagt, oh, ich habe da noch so ein paar große, ich probiere das mal mit denen. Mit den großen Alten, das funktioniert eigentlich viel, viel schlechter. Man kann besser öfter mit den Kleinen züchten, das ist also viel, viel besser. Laichverhalten ist bekannt, dass sie Freilaicher sind, lassen also einfach die Eier nur plumpsen. Brutpflege ist gar nichts drüber bekannt, zweifle ich auch ganz stark an, dass die Brutpflege machen. Ernährung ist ein Allesfresser, das heißt also gerne Aufwuchs. Hier, wir sehen hier unsere Tubifex, die liegen schon eine Viertelstunde drin. Ist gar nicht so spannend, wollen die gar nicht viel spannender, finden die also einfach Pflanzen und Wurzeln permanent sauber zu machen. Klimazone Südostasien, habe ich gesagt, aus Thailand, da ist immer schön warm, in Flüsse kühler, weil die ja auch in Pflanzengegenden sind. Da heißt 20, aber bis 26 Grad ist kein Problem, kann man den halten. Thailand hat nicht so weiches Wasser wie in Südamerika, im Amazonagebiet, kann man grundsätzlich von ausgehen. pH-Wert ist auch etwas höher, das heißt so 6,5, 7,5 und die Härte 2 bis 15, das heißt, der verträgt eigentlich auch fast jedes Aquariumwasser, was wir hier in Deutschland haben. Ein schöner, nicht krankheitsanfälliger, langlebiger Fisch, eine Zierde für jedes Aquarium. Ja, was ist noch über den Feuerschwanz zu erzählen? Ein sehr schöner Fisch, sieht man ja jetzt schon, farblich schön schwarz und einen roten Schwanz. Diese Farbe wird noch prägnanter, je älter die werden. Das heißt, erwachsene Tiere haben richtig ein leuchtendes Schwarz, einen knallroten Schwanz, sind dann ein bisschen aggressiver zu den anderen Mitbewohnern, ist ja klar. Ob so ein kleiner Fisch mal so einen kleinen Knauf macht oder ein größerer, das stößt natürlich viel mehr weg. Deshalb immer halten in der Gesellschaft, die auch ein bisschen robuster ist. Und dann kann man die sehr schön und sehr lange pflegen. Ist ein extrem langlebiger Fisch, also 10 Jahre ist bei denen gar kein Thema. Ich denke auch mal, ich glaube, die ich hatte, ich würde so schätzen, 15 Jahre ist er bestimmt geworden. Was dann aus dem wurde, weiß ich nicht. Dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und dann haben sich die Wege von meinem privaten Aquarium getrennt. Und dann hatte ich im Geschäft so viel zu tun, seitdem habe ich kein privates Aquarium mehr. Ja, aber heute habe ich natürlich ganz viele Aquarium. Wir haben hier im Geschäft ja etliche Schauaquarium. Ich denke mal, ihr kommt auch mal uns besuchen. Für jeden Aquarianer gibt es hier sicherlich was zu gucken. Schauaquarium bleiben natürlich nicht immer bestehen. Wir haben nicht alle Schauaquarium immer weiter im Betrieb mit den Tieren. Hier kommen natürlich auch die Feuerschwänze demnächst wieder raus und an dem Aquarium drehen wir dann mit einem anderen Fisch und die könnt ihr aber gucken. Aber so, keine Ahnung, 20, 25 Schauaquarium haben wir sicherlich hier immer im Haus. Aber wir haben auch über 1200 Aquarium, wo in unseren Verkaufs
Aquarien. Wir haben aber sicher 1200 Aquarien, wo man in den Verkaufsaquarien auch ganz viele Arten sehen. Wir haben im Allgemeinen ca. 2000 verschiedene Tierarten gleichzeitig vorrätig in den Aquarien. Und so im Jahresmittel, würde ich mal sagen, wechseln ca. 5000 Tierarten nur die Aquarienanlagen in unserem Haus. Das heißt, jeder, der vorbeikommt, der sieht hier was Spannendes. Und ich hoffe, der Film war für euch jetzt auch spannend. Ich fand den Feuerschwanz schon immer super interessant. Ihr fandet den Film, hoffe ich, auch interessant. Egal, ob er interessant war oder jetzt mal nicht so spannend, weil ihr was ganz anderes haltet. Wir sehen uns beim nächsten Film und sicher ist für den einen oder anderen wieder ein spannender Fisch dabei. Wir sehen uns. Tschüss, bis nächste Tage.